Willkommen erstmal. Willkommen. Wir machen Syntax heute. Das ist für viele LinguistInnen so das Kernstück, das Wichtigste. Das stimmt natürlich so nicht. Es ist absolut nicht zielführend, da zu gewichten. Jetzt werden Sie aber sehen, warum man vielleicht darauf kommen kann. Es wird nämlich jetzt nicht komplizierter, aber komplexer. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über das, was wir heute machen. Wir werden im Wesentlichen uns mit den Begriffen Konstituente und Phrase beschäftigen. Und das sind nicht zwei verschiedene Sachen. Man würde wahrscheinlich sagen, Phrasen sind Konstituenten. Aber nicht alle Konstituenten sind Phrasen. Das werden wir erstmal natürlich wie immer bei mir grundsätzlich angehen. Das heißt, ich werde versuchen, Ihnen zu vermitteln, warum und wie wir überhaupt syntaktische Analysen machen, was das überhaupt soll. Das habe ich ja immer versucht, Ihnen zu sagen, warum machen wir jetzt hier Phonologie und Morphologie? Was ist eigentlich das Ziel davon? Und dann wird es darum gehen, wie wir syntaktische Generalisierungen formulieren können. Dann wird es darum gehen, wie wir größere und kleinere Teilstrukturen, also Konstituenten, von Sätzen oder Satzteilen identifizieren können. Die Idee dabei ist, dass ein Satz nicht einfach eine Kette von Wörtern ist, sondern dass da eine Struktur ist, wo irgendwie erst bestimmte Wörter eine Einheit bilden und diese Einheiten bilden dann wieder größere Einheiten. Das wird so die Idee sein. Und wie identifizieren wir eigentlich diese Einheiten, die da gebildet werden? Und dann reden wir nur über zwei Phrasentypen im Deutschen konkret, nämlich vor allem die Nominalphrase. Das hat den Grund, dass das mit der komplexeste Phrasentyp ist, den wir im Deutschen und in vielen Sprachen haben. Und dann zeige ich Ihnen noch die Präpositionalphrase im Deutschen. Sie sehen dann, was das ist, wenn Sie es nicht schon wissen. Weil die relativ, wie im Gegensatz zur Nominalphrase, recht einfach strukturiert. Wie immer sage ich Ihnen oder versuche Ihnen zumindest zu sagen, was Syntax mit sprachlichen Funktionen und insbesondere bildungssprachlichen Funktionen zu tun hat. Da stellen wir erstmal fest, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass die Syntax den von allen Ebenen, Phonologie, Morphologie, Syntax, bleiben wir bei diesen formalen Ebenen, den höchsten Komplexitätsgrad hat. Und Sie werden nachher auch wahrscheinlich, hoffentlich verstehen, warum das so ist. Also morphologische Strukturen können auch komplex werden, aber nicht so komplex wie bei Syntax, wie in der Syntax die Strukturen. Das heißt aber auch, und das ist eine mutige Aussage, dass wenn Sie das explizit lernen wollen, also nicht normaler, ungesteuerter Erstspracherwerb, da können Sie dann irgendwann deutsche Syntax produzieren, aber wenn Sie jetzt sozusagen nachdenkend explizit dieses System lernen wollen, in allen Details ist das wahrscheinlich unmöglich. Ich gucke mal den Kollegen an, ob der den Kopf schüttelt. So, das heißt, explizit, erst recht in der Schule, können Sie nicht exhaustiv alle Regularitäten unterrichten. Hinzu kommt, dass Sie überall eine sehr starke Interaktion mit Semantik, Pragmatik und so weiter haben. Ich zeige Ihnen nur eine ganz kleine Sache nachher, wenn wir über strukturelle Ambiguitäten reden, wo Syntax direkt mit Semantik interagiert. Und das kommt dann alles noch irgendwie obendrauf, auf die an sich schon hohe strukturelle Komplexität. Das wichtigste Prinzip auch hier ist wieder, oder vor allem hier in der Syntax, ist die Kompositionalität. Und das ist genau das, was zu diesen Interaktionen mit der Semantik führt. Das heißt, Sie erinnern sich vielleicht aus der ersten Sitzung, Kompositionalität heißt nichts anderes, als wenn Sie syntaktisch irgendeinen Satz zusammenbauen, sagen wir mal einen Satz, dann wollen Sie auf Basis der Art, wie Sie den syntaktisch gebaut haben, rauskriegen können, was der Satz bedeutet. Also das ist so die Grundidee von Syntax und Semantik. Wenn Sie den Satz irgendwie zusammenbauen würden und die Interpretation des Satzes, also was der dann bedeutet, hat überhaupt nichts mit dieser Struktur zu tun, die Sie da gebaut haben, das wäre ein bisschen komisch. Wozu hätten wir denn dann Syntax? Damit es schöner aussieht irgendwie? Oder, ne? So, das kommt irgendwie alles zusammen. Deswegen ist aber auch in der Syntax ein Versuch, Funktionen zu beschreiben. Zum Beispiel, was ist denn die Funktion von einem Relativsatz oder einem Komplementsatz oder einer komplexen Nominalphrase und so weiter und so weiter. Ohne dass man das Formensystem irgendwie gründlich kennt, ist völlig ausgeschlossen. Alles wegen dieser relativ hohen Komplexität. Wenn Sie jetzt in Ihrem Syntaxerwerb, also einfach wirklich in Ihrem normalen, ungesteuerten Spracherwerb, Einschränkungen haben, ja, Sie haben zum Beispiel nicht souverän beherrscht, Relativsätze zu benutzen, dann haben Sie eine deutliche Einschränkung Ihres Ausdrucks. Das fällt in der gesprochenen Sprache normalerweise nicht auf, weil die sowieso bestimmte Mittel nicht so ausnutzt wie die Schriftsprache, aber in der Schriftsprache und Bildungssprache haben sie dann den Salat.
Das kann auch dazu führen, und das ist in der Morphologie zum Beispiel sehr ungewöhnlich, wenn Sie jetzt nicht daran gewöhnt sind, komplexe Syntax zu lesen, kann das dazu führen, dass Sie bei der Textlektüre Schwierigkeiten haben. Und deswegen, weil Sie solche Probleme erkennen müssen, gerade im Bildungssspracherwerb, erzähle ich Ihnen das, was ich Ihnen hier erzähle. Bevor wir jetzt auf die Strukturen kommen, die wir in der Syntax haben, müssen wir jetzt ein Thema einmalig besprechen, was ich immer so ein bisschen, ja, nicht vor mir herschiebe, aber Ihnen noch nicht. Also ich habe Ihnen mehrmals eine Vorschau darauf gegeben, was Valenz ist. Und das müssen wir jetzt einmal gründlich irgendwie besprechen. Das steht in Kapitel 2 und wie immer gilt, Kapitel 2 arbeite ich so irgendwo ein, wo es passt. Und wir haben schon mehrfach den Begriff Valenz gehabt. Als wir die Wortklassen definiert haben zum Beispiel, kam Valenz vor. Was ist das jetzt? Und da fangen wir wieder mal an mit einer traditionellen Terminologie, die Sie kennen. Ist nicht schlimm, wenn Sie die Details vergessen haben. Dafür sind Sie ja auch hier. Ich zeige Ihnen jetzt traditionelle Verbtypen und Termini dafür. Das wird in Kapitel 14, also nach Weihnachten, dann nochmal ein bisschen aufgeräumt. Aber da kennen Sie zum Beispiel, Sie kennen das intransitive Verb. Da sagt man so, das regiert nur ein Nominativ. Also sowas wie leben oder schlafen. Ich lebe, ich schlafe. Da haben Sie keinen Akkusativ dabei, keinen Dativ dabei. Das kennen Sie als intransitives Verb. Wenn Sie es nicht mehr, jetzt wissen Sie es dann wieder. Und dazu gehören dann natürlich, wer hätte das jetzt anders gedacht, die transitiven Verben, da würde man dann sagen, ja, die nehmen oder wir sagen regieren, ein Nominativ und ein Akkusativ. Ich lese das Buch, ich sehe den Porsche oder sowas. So, Nominativ und Akkusativ. Dann gibt es die, und das kennen Sie jetzt vielleicht schon nicht mehr aus der Schule, die transitive Verben, die nehmen zusätzlich noch ein Dativ. Also sowas wie, ich gebe dem Kollegen das Buch. Ich, Nominativ, dem Kollegen Dativ, das Buch Akkusativ. Und dass diese drei da vorkommen, das hat natürlich irgendwie was mit geben zu tun. Genauso schicken und so weiter. Jetzt noch ein Terminus, den Sie wahrscheinlich auch nicht kennen. Präpositional-Transitiv. Was soll jetzt das sein? Ja gut, die nehmen einen Nominativ und eine Präpositionalphrase. Wir sehen nachher noch, was das genau ist. Aber das sind so Wörter wie leiden. Viele Menschen leiden unter Diskriminierung. Viele Menschen, Nominativ, unter Diskriminierung. Ja, das ist sowas wie ein Objekt. Übrigens, das sehen Sie sofort da dran. Also die leiden ja nicht irgendwie örtlich unter irgendwas. Die stehen ja nicht unter der Diskriminierung und leiden dann. Nee, sehen Sie, die Bedeutung von unter ist dann auch irgendwie gar nicht so wirklich die von unter. Da, und so weiter. Dann gibt es die Präpositional, die Transitiven. Das kann man irgendwie so weiterführen und könnte sich da noch ganz viele solcher Termini ausdenken. Wenn ich schon so rede, wissen Sie, was kommt. Es gibt ganz viele verschiedene Valenztypen und nichts anderes bezeichnen diese Wörter wie intransitiv, transitiv, ditransitiv und so weiter. Die bezeichnen verschiedene Valenztypen. Und Valenztypen, wenn Sie mal ein Valenzwörterbuch aufschlagen, gibt es Hunderte, wenn nicht sogar mehr. Warum haben wir jetzt ausgerechnet für die hier diese Wörter erfunden? Und aus der Schule kennen Sie wahrscheinlich nur diese beiden, transitiv und intransitiv. Was macht die jetzt so besonders? Die macht was besonders. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber mit diesen beiden Termini, transitiv, intransitiv, werden Sie dem Phänomen an sich nicht gerecht. Und was ist jetzt dieses Phänomen mal ein bisschen genauer? Hier geht es um Ergänzungen und Angaben. Ergänzungen und Angaben heißen in anderen Lehrwerken, in anderen Theorien, in anderen Seminaren, heißen die gerne mal anders. Das ist aber eigentlich kein Problem, dann sagen Ihnen die Bücher oder die KollegInnen sagen Ihnen, jederzeit, wie Ergänzungen und Angaben dann in dem anderen Kontext heißen. Alle KollegInnen wissen, was Ergänzungen und Angaben sind und wie sie selber dazu sagen würden. Was sind jetzt Ergänzungen und Angaben? Viel interessanter als die Wörter, die wir dafür benutzen, ist die Frage, was sind die denn? Und auch das können Sie wieder in Kapitel 2 nachlesen. Und da schauen wir uns wie immer, schauen wir uns erstmal Sätze an. Dann haben wir hier Satz 1a. Gabriele malt ein Bild. Und Sie sehen schon, es geht irgendwie um ein Bild. Versus Gabriele malt gerne. Oder Gabriele malt den ganzen Tag. Gabriele malt ihrem Mann zu figürlich.
ich habe hier farblich schon Sachen abgehoben. Warum? Weil ich behaupten möchte, dass ein Bild hier eine ganz besondere Beziehung, könnte man auch statt Relation sagen, zu malen hat. Und Sie sehen, dass ein Bild, ich hoffe, Sie merken, das ist ein Akkusativ, und das ist eben so einer, der zu dem Verb auf eine besondere Weise gehört, weswegen wir malen als Transitiv bezeichnen. Da ist halt ein Akkusativ dabei. Das ist was ganz anderes als dieser Akkusativ hier. Den ganzen ist auch ein Akkusativ. Aber irgendwie, der hat, ich appelliere jetzt an Ihre Intuition, der steht in einer völlig anderen Relation zu dem Verb als der von ein Bild. Dass ein Bild gemalt wird oder dass irgendwas gemalt wird, das gehört zu malen dazu. Dass man das den ganzen Tag tut, das gehört nicht unbedingt, also dass das einen bestimmten Zeitraum gibt, in dem man malt, darum geht es ja dann. Das hat jetzt mit Malen direkt nicht unbedingt zu tun, nicht unbedingt viel zu tun. Das gilt sozusagen für alle Verben. Auf jeden Fall können Sie ein Kriterium nicht anwenden, um ein Bild von allen diesen anderen Dingen zu unterscheiden. Das ist die Weglassbarkeit. Das steht manchmal sogar immer noch in Schulbüchern, dass man die Objekte nicht weglassen kann, aber die adverbialen Bestimmungen schon. Das stimmt so nicht. Und genau auf diesen Unterschied, nur terminologisch genauer, wollen wir hinaus. Das stimmt so nicht. Sie können natürlich ein Bild weglassen. Gabriele malt. So ein wunderbarer Satz. Gabriele isst. Auch wunderbar. Gabriele verspeist. Nee. Gabriele verspeist ein Bild, klingt nicht schön, aber klingt nicht lecker, dann geht das. Also da müssen Sie tatsächlich den Akkusativ haben, aber Weglassbarkeit an sich hilft uns nicht, irgendwie ein Bild von allen diesen anderen Dingen hier zu unterscheiden. Was hilft uns denn dann, diese Unterscheidung zu machen? Und das ist eigentlich genau das Umgekehrte. Das ist nicht irgendwie die Ergänzungen, denken Sie im Kopf, Objekte müssen stehen, nee, die dürfen stehen. Wir reden über Lizenzierung. Schauen Sie sich wieder Beispiele an. Gabriele isst den ganzen Tag Walnüsse. Gabriele läuft den ganzen Tag. Gabriele backt ihrer Schwester den ganzen Tag Stollen. Gabriele litt den ganzen Tag unter Sonnenbrand. Fällt Ihnen was auf? Sie haben hier vier verschiedene Verben und Sie können zu allen diesen Verben diese Zeitangabe den ganzen Tag hinzufügen. Ist ein Akkusativ übrigens. Das ist eine Zeitangabe im Akkusativ. Können Sie hinzufügen, ist kein Problem. Schauen Sie sich das an. Gabriele isst ein Bild Walnüsse. Gabriele läuft ein Bild. Gabriele backt ihrer Schwester ein Bild Stollen. Gabriele litt ein Bild unter Sonnenbrand. Geht nicht. Warum geht das nicht? Weil diese Verben hier entweder mit dieser Art Akkusativ nicht kompatibel sind, oder weil schon ein anderer Akkusativ im Satz vorkommt und nur ein Akkusativ dieser Art vorkommen darf offensichtlich. Also sehen Sie hier, backt ihrer Schwester Stollen ist ja auch ein Akkusativ. Wenn Sie jetzt noch ein Bild dazu schreiben, das hat nichts mit der Semantik zu tun. Wenn Sie da hinschreiben, Gabriele backt ihrer Schwester einen Kuchen Stollen. Hä? Einen Stollen backt Gabriele ihrer Schwester Kuchen. Das geht nicht. Sie können nicht zwei solche Akkusative da reinpacken. Das heißt, eigentlich geht es gar nicht darum, ob man was weglassen kann, sondern was man wo dazu schreiben kann. Und die sogenannten Angaben, das sind jetzt das, was Sie vielleicht hier als adverbiale Bestimmungen irgendwie schon wiedererkannt haben. Können Sie wegen mir gerne den Terminus vorläufig sich im Kopf so zurechtlegen. Angaben sind die adverbialen Bestimmungen, stimmt nicht ganz, aber als Hilfsvorstellung gut genug. Die können Sie zu jedem Verb hinzufügen. Da gibt es keine Einschränkungen. Kann sein, dass das semantisch dann irgendwie Blödsinn ist. Ja gut, aber das ist keine grammatische Einschränkung. Ergänzungen hingegen können nur bei bestimmten Verben oder bestimmten Verbklassen auftreten. Das heißt, um so ein Akkusativ zu kriegen, hinzufügen zu dürfen zu einem Satz wie ein Bild, muss ein bestimmtes Verb da sein und dann darf aber dieser Akkusativ auch nur einmal vorkommen. Dann können Sie nicht ein Bild Walnüsse, also was denn jetzt? Also eins von beidem, ja. Und bei Laufen geht so ein Akkusativ gar nicht, auch wenn es nur einer ist. Gabriele läuft ein Bild, das geht einfach nicht. Das ist nicht nur semantisch nicht okay, das geht einfach grammatisch nicht. So ein Akkusativ kommt bei Laufen nicht vor. Das ist schon der wichtige Unterschied zwischen Ergänzungen und Angaben. Die Valenz ist jetzt nichts anderes als die Liste der
Ergänzungen eines lexikalischen Worts. Muss nicht immer ein Verb sein. Wir sehen gleich noch Präpositionen am Onnevalenz. Das haben wir in der Wortklassenlehre sogar schon gesehen. Jetzt gibt es noch mehr, was man dazu sagen kann. Das war jetzt, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, für mich die griffigste Definition von dem Unterschied von Ergänzungen und Angaben. Jetzt gibt es noch andere Kriterien, die helfen, sich klarzumachen, was der Unterschied ist. Und jetzt, das ist gleich ein schwieriges, die Iterierbarkeit. Da habe ich mit einem Kollegen darüber diskutiert, so ganz so einfach ist es nicht. Ich gebe es Ihnen trotzdem. Schauen Sie sich wieder mal die Beispiele an. Wir müssen den Wagen jetzt mit aller Kraft vorsichtig anschieben. Hier haben Sie mehrere Angaben hinzugefügt. 3 Stück. Könnten Sie auch noch mehr dazu schreiben. Überhaupt kein Problem. Wir essen schnell, mit Appetit, an einem Tisch, mit der Gabel einen Salat. Kein Problem. Sie haben Angaben, schnell, mit Appetit, an einem Tisch, mit der Gabel. Und Sie sehen, Sie können von den Dingern noch ein paar dazu schreiben. Irgendwann verstehen Sie den Satz nicht mehr, weil er zu lang wird. Ja gut, aber im Prinzip haben Sie da erstmal keine Beschränkung. Das Blaue, die Ergänzung, da sehen wir wieder, da ist das nicht so flexibel. Sobald Sie einen Salat schon haben, können Sie nicht mehr ein Tofu-Gericht oder sowas dazu schreiben. Sehen Sie das? Wir essen schnell ein Tofu-Gericht mit Appetit an einem Tisch mit der Gabel einen Salat. Da ist was zu viel. Also entweder das Blaue oder das Rote ist zu viel. Das geht nicht. Und das meint man mit Iterierbarkeit, also Wiederholbarkeit. Bei den Angaben haben Sie nicht wirklich eine Begrenzung, wie viel Sie dazu schreiben. Bei den Ergänzungen können Sie nur die dazu schreiben, die das Verb explizit erlaubt. Und dann auch nur einmal. Außerdem, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, auf den ich nach Ostern hätte ich beinahe gesagt, nach Weihnachten nochmal zurückkomme, die Semantik von Angaben ist anders als die von Ergänzungen. Angaben haben eine unabhängige, vom Verb völlig unabhängige Semantik, wie zum Beispiel, sie geben einfach einen Zeitraum an oder sowas. Ergänzungen haben eine verbgebundene Semantik und das kann man wunderschön illustrieren. Schauen Sie sich das an. Ich lösche den Ordner während der Hausdurchsuchung. Ich mähe den Rasen während der Ferien. Ich fürchte den Sturm während des Sommers. Sie haben hier 3 Akkusative und 2 Ergänzungen. Die stehen da, die können da stehen, weil diese Verben löschen, mähen und fürchten jeweils einen Akkusativ verlangen. Und wenn Sie sich mal überlegen, was die Rolle dieser durch den Akkusativ ausgedrückten Objekte hier jeweils ist in diesem Ereignis. Sie löschen den Ordner, hinterher ist er weg. Sie mähen den Rasen, hinterher hat er eine andere, ist er kürzer, also sie haben ihn physikalisch verändert. Ich fürchte den Sturm, na, da passiert mit dem Sturm eigentlich gar nichts so richtig, oder? Da drücken Sie mehr aus, dass Sie gegenüber dem Sturm eine gewisse emotionale Haltung haben. Das heißt, völlig unterschiedliche Dinge passieren semantisch gesehen mit den Objekten, auf die sich diese Akkusative beziehen. Und was das ist, was damit passiert, liegt nicht am Akkusativ, das habe ich Ihnen schon mal erklärt, sondern am Verb. Das ist aber ganz anders bei diesem Während-Ding. Während der Hausdurchsuchung, während der Ferien, während des Sommers. Die Bedeutung dieser Angaben ist komplett verankert in der Präposition während in dem Fall. Sie wissen genau, was das heißt. Sie wissen genau, was während der Hausdurchsuchung heißt. Den Ordner, da wissen, wenn Sie jetzt nur den Ordner hören, da wissen Sie noch nicht, was damit passiert oder in was für eine Art von Ereignis der beteiligt ist. Das ist eigentlich der wirklich interessante Unterschied, würde ich sagen, zwischen Ergänzungen und Angaben. Soweit dazu. Jetzt wissen Sie endlich, was Valenz ist. Wir haben jetzt über einen wichtigen Grundbegriff gesprochen, der gleich noch eine Rolle spielt, nämlich die Valenz. Valenz führt dazu, dass in der Syntax bestimmte Strukturen aufgebaut werden. Wie sehen denn jetzt diese Strukturen aus? Was machen wir eigentlich in der Syntax, in der formalen Syntax erstmal? Wir könnten jetzt sagen, okay, wir wollen ja irgendwie Sätze beschreiben. Wir wollen irgendwie in unserer Grammatik ausdrücken, dass zum Beispiel ein Snookerball ist eine Kugel aus Kunststoff, ein deutscher Satz ist. Genauso wie wir in der Phonologie gesagt haben, was sind denn deutsche Silben, wie sehen die aus und was eben, wie sehen die nicht aus. Und in der Morphologie haben wir irgendwie gesagt, wie können denn Wörter aussehen. Und jetzt wollen wir ja in der Syntax irgendwie sagen, letztlich am Ende, wie sehen denn Sätze aus.
Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch eine super Analyse von diesem Satz. Es ist unstrittig ein Satz. Er besteht aus einer bestimmten Anzahl von Wörtern. Die bilden zusammen die Struktur Satz. Wenn das die Generalisierung ist, müsste unsere Grammatik alle Sätze auflisten, die es gibt. Dann, wenn wir so analysieren, dann müssten wir sagen, ja, okay, klar, Syntax besteht darin, dass man alle Sätze, die es im Deutschen gibt, aufschreibt in so ein dickes Buch oder im Gehirn irgendwie auswendig lernt. Und das ist dann, es kann nicht sein, oder? Kann nicht sein. Es gibt ja mehrere Sätze, die so aussehen. Und wenn wir jetzt überlegen, ja, wie können wir denn hier eine Generalisierung einführen, könnte man erstmal auf die Idee kommen zu sagen, naja, dass das ein Satz ist, liegt jetzt nicht so sehr an diesen einzelnen Wörtern, die da in einer bestimmten Reihenfolge vorkommen, sondern dass die Wörter eine bestimmte Wortklasse jeweils haben. Das heißt, es kann doch zum Beispiel sein, dass ein deutscher Satz unter anderem besteht aus einem Artikel, einem Substantiv, einem Kopulaverb, einem Artikel, einem Substantiv, einer Präposition und einem Substantiv. Das sind die Wortklassen für diese Wörter hier in der Reihenfolge. Da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Weil damit beschreiben wir viel mehr Sätze. Wenn wir sagen, okay, das ist unsere Generalisierung, beschreiben wir viel mehr Sätze als mit der hier, weil die beschreibt exakt einen Satz. Da sagen wir einfach nur, diese Kette von Wörtern, von konkreten Wörtern ist ein Satz. So ganz kann es das aber auch noch nicht sein. Das ist, was ich Ihnen da gerade gezeigt habe, also ich gehe mal zurück, dieses hier wäre eine sogenannte flache Beschreibung, wo Sie also einfach nur sagen, ich gehe davon aus, Sätze haben keine Struktur, außer dass da bestimmte Wortklassen aufgereiht werden, also Wörter in bestimmten Wortklassen aufgereiht werden und dann wird ein Satz draus. Solche Beschreibungen wären extrem ineffizient und ich illustriere Ihnen jetzt, warum. Ich habe vor langer Zeit in einem Korpus, also einer Textsammlung des Deutschen, dem Deutschen Referenzkorpus beim Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Das muss echt lange her sein, weil inzwischen sind Korpora deutlich größer als 1 Milliarde Wörter. Habe ich alle Sätze gesucht, die genau diese Struktur haben, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Also ein Artikel, dann kommt ein Substantiv, dann kommt eine Kopula und so weiter und so weiter. Was kriegen wir dann? Ja, dann kriegen wir tatsächlich Sätze, die genauso strukturiert sind. Die Verlierer sind die Schulkinder in Weyerbusch, die Vienne ist ein Fluss in Frankreich. Ein Baustein ist die Begegnung beim Spiel, das Problem ist die Ortsdurchfahrt in Großsachsen. Das müssten sie sein, diese 4 Sätze in einem Korpus von 1 Milliarde Wörtern, das ist schon eine Menge, das ist eine Menge. Da kommen 4 Sätze vor, die genau dieser Beschreibung entsprechen. Jetzt können wir überschlagsmäßig sagen, okay, wenn wir so Syntax machen, wenn wir sagen, okay, es gibt Sätze, die bestehen aus Wörtern, einer Reihe von Wörtern, die diese Wortklassen haben. Dann haben wir von diesen 1 Milliarden Wörtern haben wir 4 Sätze, also 28 Wörter haben wir analysiert. Und das machen wir jetzt für alle anderen Satztypen, die es gibt. Sie merken schon, dann brauchen wir sehr viele verschiedene Satztypen. Das scheint uns nicht angemessen. Das ist keine Beschreibung, die irgendwie auf Generalisierungen beruht. Was wir wollen, ist, wir wollen möglichst viele verschiedene Strukturen auf einmal beschreiben. Und dann gucken wir uns jetzt mal Strukturen an, die ähnlich sind, auf einer Ebene sogar genau gleich, wie diese Struktur von ein Snookerball ist eine Kugel aus Kunststoff, aber eben nicht genau Wörter in diesen Wortklassen in dieser Reihenfolge enthalten. Dieses Endspiel ist eine spannende Partie. Sie sehen, hier haben wir einen Artikel, ein Substantiv, ein Kopularverb, ein Artikel, ups, aber dann kommt eben kein Substantiv. Diese Struktur weicht also von dieser flachen Struktur ab. Eigentlich ist der Satz aber genau gleich strukturiert, wie wir gleich sehen. Oder eine Hose war eine Hose, Sieger wurde ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich, Lemmy war Ian Kilmister. Diese Sätze sind alle gleich aufgebaut auf Satzebene. Sie haben jeweils 3 Bestandteile und Bestandteile von syntaktischen Strukturen nennen wir Konstituenten. Das war es schon zum Begriff Konstituente. Und diese Konstituenten haben intern teilweise abweichende Strukturen. Eine spannende Partie hat zwar intern eine andere Struktur als ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich, aber in dieser größeren Struktur, die wir jetzt hier mal Kopula-Satz nennen, ja, also X ist Y, diese Struktur, fungieren die genau gleich. Und das müssen wir in unserer Beschreibung berücksichtigen, damit wir eine irgendwie effiziente Beschreibung kriegen. Diese sogenannten Nominalphrasen sind zwar intern durchaus unterschiedlich strukturiert, aber sie haben in der übergeordneten Konstituente, also im Satz in dem Fall, die gleiche Funktion. Und was wir jetzt eigentlich wollen, ist Baupläne für
Konstituenten, Sätze, Satzteile aufstellen, um damit möglichst effizient am Ende alle Sätze des Deutschen zu beschreiben und nur die. Das ist das Ziel der Syntax. Steht gar nicht auf der Folie. Ist so selbstverständlich, das sage ich Ihnen jetzt einfach so. Das Ziel der Syntax ist, alle Strukturen einer Sprache zu beschreiben und aber auch nur die. Und wenn Sie jetzt zurückgehen zu dem Begriff Grammatikalität aus der ersten Sitzung, dann sehen Sie, dass das dazu auch sehr gut passt. Wie wir das hier machen, ist, dass wir uns jetzt Baupläne überlegen für bestimmte Strukturen. Und dann könnten wir jetzt, nach dem, was ich eben gesagt habe, den Copula-Satz einfach mal sagen, okay, da gibt es einen Bauplan. Ja, ein Copula-Satz ist ein Satz und der besteht aus einer NP, einem Copula-Verb und einer NP. NP steht für Nominalphrase. Natürlich zeige ich Ihnen gleich noch, was Nominalphrasen genau sind. Aber das ist sowas wie ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich oder Ian Kilmister und so weiter und so weiter. Das sind alles Nominalphrasen. Könnte man sagen. Also so wird das am Ende nicht aussehen, aber jetzt der Argumentation halber sagen wir mal. Jetzt können wir, wenn wir sagen, okay, das ist ein zulässiger Bauplan, das haben wir als in unserer Syntaxkomponente der Grammatik festgeschrieben als eine mögliche Struktur, Satzstruktur des Deutschen, dann können wir jetzt hergehen und beliebige Sätze, die diesem Schema entsprechen, analysieren. Dass wir diesen Bauplan haben, erlaubt es uns jetzt zu sagen, okay, Moment, die Struktur von dieses Endspiel ist eine spannende Partie. Ja, sieht genauso aus, wie uns dieses Schema das vorgibt. Da ist erst eine NP, dieses Endspiel, dann kommt ein Copula-Verb und dann kommt noch eine NP, eine spannende Partie. Fertig. Vielleicht noch nicht. Jetzt werden Sie sagen, na, woher weiß ich denn, dass das eine NP ist? Ja, klar, das müssen wir auch noch machen. Kommt noch. Wie machen wir das denn jetzt? Wie kommen wir denn jetzt? Ich habe Ihnen eben einfach gesagt, naja, der Satz ist doch, diese Sätze sind dreigliedrig. Lemmy ist Ian Kilmister, der Satz hat drei Konstituenten, NP, Copula-Verb, NP. Wie komme ich da überhaupt dazu? Deswegen macht man Syntax als Linguistin. Deswegen forscht man daran, was denn die Konstituentenstrukturen zum Beispiel des Deutschen sind und was sind die, die man annehmen will, was sind die plausiblen und was sind die weniger plausiblen, die man vielleicht nicht annehmen will, als Analysen für tatsächliche Sätze. Und jetzt gibt es Tests und die muss man echt, die kennen Sie. Sie kennen wahrscheinlich die Umstellprobe oder sowas aus der Schule. Die heißen meistens Proben in der Schule. Damit kann man schon irgendwie gucken, wie ist denn die Konstituentenstruktur von einem Satz. Also, Konstituententests sollen uns helfen, herauszufinden, wie wir Sätze in Konstituenten unterteilen wollen, Gesundheit. Da steht absichtlich wollen. Ja. Denn meistens wissen LinguistInnen schon, wie sie das Ganze machen wollen und gucken dann, ob diese Tests funktionieren. Der Punkt mit diesen Tests, ich zeige Ihnen gleich die drei meines Erachtens irgendwie brauchbaren, die sind Heuristiken. Die stellen Heuristiken dar und das macht sie auch so schwierig in der Schule, wenn man bestimmte Dinge damit tut. Also die sind unglaublich wichtig in der Schule, diese Proben, die sind total gut, aber man muss halt genau aufpassen, was man damit machen will. Was heißt heuristisch? Sie helfen uns irgendwie erstmal so abzuschätzen, was eventuell eine Analyse sein könnte, aber das sind keine absolut wasserdichten Tests. Das Wort Test suggeriert irgendwie, ja, ich kann jetzt hier mit den Dingern genau entscheiden, was ist denn eine Konstituente oder nicht. Das stimmt nicht. Sie kriegen unerwünschte Ergebnisse in beide Richtungen. Manchmal sagt Ihnen der Test, jo, ist eine Konstituente. Sie wissen aber genau, wenn ich das annehme, komme ich am Ende irgendwo in die Bredouille. Oder umgekehrt, der Test sagt Ihnen, nee, ist keine Konstituente, aber eigentlich wollen Sie das als Konstituente zeichnen. Woran liegt das? Ja, es gibt keine wahre Konstituentenstruktur. Die Konstituentenstruktur, also die Analysen für Sätze, die wir am Ende annehmen, das sind Entscheidungen, die wir getroffen haben. Das sind Entscheidungen, die wir in unserer Theorie irgendwie oder unserer Beschreibung, um das mal harmloser zu sagen, getroffen haben. Das heißt, das ist abhängig von den Tests und von der gewählten Theorie. Natürlich ist das Ziel dabei, möglichst kompakt zu sein und irgendwie eine in Anführungsstrichen natürliche Analyse zu kriegen. Und dabei helfen uns die Tests. Genau dabei so einen Eindruck zu kriegen, was denn plausible Annahmen für Strukturen sein könnten. Ja, es war eine lange Vorrede, ich zeige Ihnen jetzt einfach mal diese Dinger. Und Sie werden merken, Sie erkennen wahrscheinlich jetzt, das ist die Ersetzungsprobe, kommt jetzt. Ja? Nennen wir Pronominalisierungstest. Nehmen wir so einen Satz wie, Mausi isst den leckeren Marmorkuchen. Wenn wir den Test darauf anwenden, kriegen wir, Mausi isst ihn.
Sie können den leckeren Marmorkuchen durch ihn ersetzen, durch ein Pronomen. Und daraus schließen wir, dass den leckeren Marmorkuchen irgendwie auf irgendeiner Ebene eine Konstituente sein sollte, müsste, könnte. Ist jedenfalls mal eine gute Idee. Mausi isst den Marmorkuchen. Was wir nicht machen können, ist sie den Marmorkuchen. Wir können nicht Mausi isst in diesem Satz durch ein Pronomen ersetzen, durch irgendein Wort. Es reicht nicht durch ein Pronomen. Geht nicht. Daraus schließen wir was? Dass wahrscheinlich die beiden zusammen auf keiner Ebene in der Struktur, also Mausi ist, eine Konstituente bilden sollten. Also irgendwie zusammengehören. Eine Teilstruktur dieser großen Struktur sind. Wenn wir den Satz hier nehmen, Mausi ist den Marmorkuchen und das Eis mit Multebeeren, sehen wir, ich kann auch diese Struktur hier, den Marmorkuchen und das Eis mit Multebeeren, kann ich auch durch ein Pronomen ersetzen. Ist dann Plural, ja, okay. Müsste also auch irgendwo vielleicht ganz plausibel und eine Konstituente sein. Worüber wir hier reden, sind nicht nur Pronomina, sondern pronominale Ausdrücke in so einem weiteren Sinn. Schauen Sie sich an, ich treffe euch am Montag in der Mensa. Da können wir folgende Ersetzung machen. Ich treffe euch dann dort, dann ersetzt am Montag, dort ersetzt in der Mensa. Dann und dort sind jetzt keine Pronomina, das ist klar, aber sie haben irgendwie, das sind Adverben, die so eine ähnliche Ersetzungsfunktion haben wie Pronomina im nominalen Bereich. Was Sie auch machen können, ist, er liest den Text auf eine Art, die ich nicht ausstehen kann. Auch hier haben Sie so einen Ausdruck wie zum Beispiel so, also auch wieder ein Adverb, wo Sie auf eine Art, die ich nicht ausstehen kann, ersetzen können. Also muss irgendwie auf eine Art, die ich nicht ausstehen kann, irgendwie auch eine Konstituente sein. Hui, Sie sehen schon, die Dinger werden komplexer. Neben dem Pronominalisierungstest haben wir den Vorfeldtest oder Bewegungstest oder auch die Verschiebeprobe, die Sie vielleicht kennen. Machen wir den Test. Wer erinnert sich aus der Schulzeit an den Begriff Verschiebeprobe? Oder sowas Ähnliches? Oder Umstellungsprobe? Oder machen Sie mal diesen hier. Ja, sehen Sie? Das sind doch einige. Also, wir machen hier jetzt gar nicht sowas Aufregendes. Wie geht das Ding? Sarah sieht den Kuchen durch das Fenster. Durch das Fenster sieht Sarah den Kuchen. Wir können hier durch das Fenster vor das finite Verb stellen. Da haben wir schon mal bei der Wortklassenlehre drüber gesprochen. Über das, was wir als Vorfeld bezeichnen. Und daraus schließen wir, dass durch das Fenster auf irgendeiner Ebene eine Konstituente sein muss. Er versucht zu essen versucht er. Jo, geht, also muss zu essen eine Konstituente sein. Sarah möchte gerne einen Kuchen backen möchte Sarah gerne. Auch das sollte irgendwie auf irgendeiner Ebene in unserer Struktur eine Einheit sein, einen Kuchen backen. Sarah möchte gerne einen Kuchen backen, gerne einen möchte Sarah Kuchen backen, geht nicht. Das heißt, auf keiner Ebene wollen wir gerne und einen irgendwie zusammenfassen, als eine Teilstruktur. Und so weiter. Man kann natürlich diesen Test als Vorfeldtest bezeichnen. Man kann aber auch einfach sagen, das ist der Bewegungstest, weil auch ohne, dass wir was ganz an Anfang vom Satz stellen, können wir im Deutschen Sachen hin und her bewegen. Die, die Deutsch als Zweitsprache lernen oder als Fremdsprache, werden darüber irgendwie sehr glücklich sein, weil das sehr schwierig ist zu lernen, was wir da eigentlich tun. Schauen Sie sich das an. Gestern hat Elena im Turmspringen eine Medaille gewonnen. Gestern hat im Turmspringen Elena eine Medaille gewonnen. Gestern hat im Turmspringen eine Medaille Elena gewonnen. Geht alles. Das heißt, wir können sagen, okay, alles, was wir irgendwie bewegen können am Stück, ist irgendwie eine Konstituente. Also Elena und im Turmspringen und eine Medaille sind alles Konstituenten. Das sagt uns zumindest dieser Test. Der Koordinationstest ist jetzt ein ganz, ganz schwacher, ganz schwach. Der ist, und ich zeige Ihnen gleich da ein Beispiel, wo halt diese Tests eben daneben gehen. Und gerade der hier ist sehr leicht zu zeigen, wie der daneben geht. Schauen Sie sich sowas an. Wir essen einen Kuchen. Wenn Sie den Test anwenden, kriegen Sie sowas zum Beispiel wie, wir essen einen Kuchen und Eis. Der Test beruht also darauf, dass wir was nehmen, dann eine Konjunktion dazustellen, also und in dem Fall oder. Und dann noch was damit verbinden, mit der potenziellen hypothetischen Konstituente. Das geht hier und dann schließen wir daraus, einen Kuchen ist eine Konstituente, ein Eis ist eine Konstituente und das Ganze zusammen, einen Kuchen und ein Eis, ist auch irgendwie eine Konstituente. Das baut sich irgendwie so zusammen von unten nach oben. Ja, sieht doch erstmal gut aus, ne? Was man auch machen kann, ist, wir essen einen Kuchen, kann man
So erweitern wir Essen einen Kuchen und Lesen ein Buch. Geht auch, also müssen die Dinger hier auch Konstituenten sein. Ja, wunderschön. Sarah hat versucht, einen Kuchen zu backen und heimlich das Eis aufzuessen. Irgendwann wurde ihr wahrscheinlich schlecht bei diesen Beispielsätzen. Wir sehen, dass die Sonne scheint. Wir sehen, dass die Sonne scheint und Mausi den Rasen mäht. Alles wunderschöne Kandidaten für Konstituenten. Und dann haben sie sowas hier. Der Kellner notiert, dass meine Kollegin einen Salat möchte. Können Sie diesen Test anwenden und erweitern, um der Kellner notiert, dass meine Kollegin einen Salat und mein Kollege einen Sojaburger möchte? Werden Sie sagen, ja okay, wo ist das Problem? Dann sind halt hier die rot markierten Dinger, sind halt Konstituenten. Die meisten SyntaktikerInnen würden an der Stelle nicht wollen, dass das Konstituenten sind. Aus guten Gründen. Und dann sind sie an so einem Punkt, wo sie sagen müssen, ja gut, jetzt ist mir dieser Test aber einfach mal wirklich egal. Ich mache einfach das, was ich für die plausible Analyse halte, weil ich weiß, was das für Weiterungen hat im Gesamtsystem und ich hänge mich jetzt nicht sklavisch an so einen Test. Und das passiert bei diesem Koordinationstest, wo sie also mit und oder noch was dazu hängen, passiert das relativ schnell. Der ist von den hier vorgeführten der schwächste. Alle anderen, die es noch so gibt, die werden im Buch auch gar nicht diskutiert, halte ich für noch schwächer als den. Also eigentlich Bewegung und Pronominalisierung bzw. Ersetzung. Das sind die wichtigen Indikatoren, wenn Sie selber irgendwie sich überlegen wollen, na, was ist denn hier eine Konstituente? Nehmen Sie die beiden und gucken, in welche Richtung das dann läuft. Sie kennen Satzglieder, wahrscheinlich, aus der Schule. Was sind Satzglieder? Na, da macht man einen Unterschied. Man sagt, ein Test geht, der andere nicht. Schauen Sie sich das an. Sarah riecht den Kuchen mit ihrer Nase. Was Sie machen können, ist mit ihrer Nase nach vorne stellen. Mit ihrer Nase riecht Sarah den Kuchen. Sie können genauso koordinieren. Sarah riecht den Kuchen mit ihrer Nase und trotz des Durchzugs. Können Sie auch machen. Sarah riecht den Kuchen mit der Sahne. Nehmen wir mal einen anderen Satz. Was da nicht geht, ist mit der Sahne riecht Sarah den Kuchen. Sie sehen sofort, das funktioniert nicht. Der Koordinationstest klappt aber. Sarah riecht den Kuchen mit der Sahne und mit den leckeren Rosinen. So, hier gibt es also einen Unterschied. Sieht erstmal gleich aus mit ihrer Nase, mit der Sahne, aber diese Tests schlagen unterschiedlich an. Die Bewegung funktioniert mit ihrer Nase, aber nicht mit der Sahne. Da können Sie nicht bewegen. Man geht davon aus, dass das folgenden Grund hat. Vereinfachte Struktur, Sarah riecht den Kuchen mit ihrer Nase, hat 4 Konstituenten, die sehen Sie hier. Die andere Struktur hat 3 Konstituenten und mit der Sahne gehört irgendwie zusammen mit den Kuchen. Deswegen können Sie es da nicht rausbewegen. Sie wissen genau, welchen Unterschied man dann hier postuliert, den zwischen Satzgliedern und Nicht-Satzgliedern. Das ist eigentlich der syntaktische Kern von dieser Unterscheidung. Mit ihrer Nase ist ein Satzglied, mit der Sahne ist kein Satzglied, weil mit der Sahne gehört irgendwie mit den Kuchen zu einer bisher noch nicht bekannten Konstituente X zusammen. Das ist der Unterschied zwischen Satzgliedern und anderen. Ja, dafür gibt es dann gar nicht so richtig ein Wort in der Schulterminologie. Nee, anderen Wortgruppendingern. Brauchen wir diesen Terminus? Satzglieder sollen also die vorfeldfähigen und oder bewegbaren Konstituenten sein. Ganz so einfach ist das erstmal nicht. Kaufen können möchte Alma die Wolldecke. Hier stellen Sie kaufen können ins sogenannte Vorfeld. Sie bewegen kaufen können. Haben Sie in der Schule gelernt, kaufen können ist ein Satzglied? Wohl kaum. Wahrscheinlich wurden diese Sätze einfach verschwiegen. Genauso über Syntax hat Sarah sich ein Buch ausgeliehen. Ah, das ist ja offensichtlich ein Buch über Syntax. Das ist ja genauso wie der Kuchen mit den Rosinen. Ist es ein Satzglied? Nö. Nö, ist kein Satzglied. Soll zumindest keins sein. Sie können es aber ins Vorfeld stellen. Dieser Begriff ist ein bisschen schwierig, vor allem, wenn Sie den definieren als alles, was man ins Vorfeld stellen kann. Und wozu brauchen wir den überhaupt? In der Linguistik ist der kaum von Interesse. Also ich kenne kaum LinguistInnen oder SyntaktikerInnen, die sich für diesen Begriff nennenswert interessieren. Das heißt noch nicht unbedingt was, aber das ist schon mal ein Hinweis. Jetzt könnte man sagen, na, wir brauchen den als Sammelbegriff für Objekte und Adverbiale. Da werden Sie sagen, ja natürlich, klar. Aber wozu eigentlich? Dann kann ich doch auch Objekte und Adverbiale sagen oder adverbiale Bestimmungen.
Vielleicht brauche ich den, um sagen zu können, was man ins Vorfeld stellen kann. Das wäre zirkulär, denn ich habe gesagt, es ist alles ein Satzglied, was ich ins Vorfeld stellen kann. Dann brauche ich offensichtlich den Begriff nicht, um Vorfeldfähigkeit zu definieren. Hilft uns der Begriff Satzglied? Und das wäre jetzt eigentlich was Nützliches, um den Unterschied zu verstehen zwischen diesen Sätzen mit dem Kuchen und der Nase. Warum gibt es irgendwie, ne, warum gibt es da einen Bedeutungsunterschied für mit der Nase und mit den Rosinen, ja, wie hängt das zusammen? Ja klar, aber dafür brauche ich auch wieder den Begriff Satzglied nicht. Dafür brauche ich einfach eine vernünftige syntaktische Analyse von dem Satz. Also eigentlich ist das einer von diesen Begriffen, wo ich immer sage, der kann weg, vor allem, weil er die Sprachkompetenz überhaupt nicht fördert. Also das Wissen um das angebliche Satzglied, was es wahrscheinlich gar nicht gibt, bringt Sie nicht nennenswert weiter. Ja, sehen Sie, so schwierig ist das. Wenn man sich mal so Begriffe genau anguckt, stellt man fest, ja, das klang alles so super in der 8. Klasse, aber wozu brauchen wir das und funktioniert das überhaupt? Damit zusammen hängt das Phänomen der strukturellen Ambiguität. Nehmen wir wieder Beispiele. Scully sieht den Außerirdischen mit dem Teleskop und jetzt merken Sie vielleicht, dieser Satz hat zwei Bedeutungen. Und da erinnere ich Sie ganz informell an die Definition von Kompositionalität. Das war im Wesentlichen die syntaktische Struktur, ist die Basis für die Interpretation eines Satzes. Also für die Semantik des Satzes. Jetzt hat dieser Satz zwei Bedeutungen. Merken Sie das? Das kann entweder ein Außerirdischer sein, der ein Teleskop bei sich hat, oder, also mit den Rosinen, oder der mit den Rosinenfall, oder das ist so ein Fall wie mit ihrer Nase bei dem Kuchen und dem Geruch, dass Scully ein Teleskop benutzt, um den Außerirdischen zu sehen. Das sind die zwei Bedeutungen dieses Satzes. Jetzt würden wir doch sagen, wenn dieses Prinzip irgendwie greift, dann wäre es doch toll, wenn wir hier auch zwei verschiedene Analysen für diesen Satz hätten. Der sieht zwar an der Oberfläche gleich aus, aber es gibt zwei verschiedene Arten, den syntaktisch aufzufassen, zu verstehen, zu analysieren. Ja, haben wir auch, genau. Das ist eine strukturelle Ambiguität. Sieht gleich aus, hat aber zwei oder mehr verschiedene syntaktische Analysen, die dann zu den unterschiedlichen Bedeutungen führen. Also, Scully sieht den Außerirdischen mit dem Teleskop und da haben wir den Außerirdischen als Konstituente und mit dem Teleskop als Konstituente und die bilden zusammen eben gerade keine weitere, größere Konstituente. Anders bei Scully sieht den Außerirdischen mit dem Teleskop. Da ist zwar mit dem Teleskop auch eine Konstituente, aber es bildet zusammen mit den Außerirdischen noch eine nächstgrößere. So, und das ist letztlich ganz ähnlich wie das mit dem Kuchen, der Nase und den Rosinen. Nur, dass hier die Sätze gleich, also der Satz sieht in beiden Analysen gleich aus, weil dieses Ding mit dem Teleskop sowohl diesen Rosinenfall als auch den Nasenfall abdecken kann. Aber es gibt auf jeden Fall zwei syntaktische Analysen. Eine mit einer großen Konstituente, die auf irgendeiner Ebene zusammengehört und hier, die gehören irgendwie, bilden nie zusammen, für sich genommen, eine Konstituente. Ja, soweit. Was ich Ihnen jetzt erspare, ist die mühsame Arbeit, wie man mit diesem Wissen, diesen Grundbegriffen und diesen Tests und was man da vielleicht noch alles an den Start bringt, dazu kommt eine syntaktische Beschreibung des Deutschen von Null auf Vollsystem sozusagen zu konstruieren. Das geht nicht. Was ich Ihnen gleich zeige, ist im Wesentlichen die Struktur der Nominalphrase, weil die so komplex ist und alle anderen Phrasen, naja, die sind dann ein leichtes. Ich kann Ihnen also nicht jeden einzelnen Phrasentyp anhand von 50 Beispielen irgendwie als extrem plausible Analyse, Annahme nahebringen. Das geht nicht. Das schaffen wir nicht zeitlich. Was ich Ihnen präsentiere, sind fertige Analysen in einem bestimmten Format. Und da benutzen wir in Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen Phrasenschemata. Die zeige ich Ihnen jetzt. Sie erinnern sich, dass etwas grammatisch ist, wenn es konform zu einer spezifischen, definierenden, kodierten Grammatik ist. Und Strukturen ohne
kodierte Struktur, für die wir also keinen Bauplan finden jetzt, syntaktisch gesprochen, in unserer Grammatik, die werden ungrammatisch. Das ist wieder die erste Woche. Nicht? Ah, gucken Sie noch mal rein. Und für Phrasenstrukturen, also Konstituenten von Sätzen und so, werden jetzt bestimmte Baupläne eingeführt, die zulässige Analysen und damit zulässige Strukturen definieren. Ich zeige Ihnen das gleich. Die Strukturen, mit denen wir es hier zu tun haben, sind immer sogenannte Bäume. Das sind bestimmte Diagramme. Sie können im Buch nachlesen und ich mache das in den letzten 3 Wochen, wenn es ums Klausurüben geht, auch nochmal, woran Sie erkennen können, ob was ein Baum ist oder nicht. Und ganz oft können Sie dann sagen, nee, okay, was ich jetzt gerade hier gemacht habe, kann nicht stimmen, weil es kein Baum ist. Das erspare ich Ihnen jetzt mal. Das sind immer sogenannte Bäume. Und für jede Analyse gilt, dass Sie, wenn da irgendwo in diesem Baum eine Verzweigung ist, müssen Sie irgendwo einen Bauplan finden, der Ihnen erlaubt, diese Verzweigung als Analyse für irgendein bestimmtes sprachliches Material anzunehmen. Hui, lange Vorrede wieder. Konkret heißt das, wenn Sie sowas hier sehen, ein Schema hier immer noch reduziert für die Nominalphrase, erlaubt Ihnen das in dem Fall, diese Analyse hier zu postulieren für ein leckerer geräucherter Tofu. Was sagt Ihnen dieses Schema? Das Schema sagt Ihnen, ich hoffe, es ist nicht zu klein, hier oben in dem Bommel, wie ich immer zu sagen pflege, steht, was rauskommt, was das für eine Struktur ist, die wir hier gerade beschreiben. In dem Fall ist es eine NP, eine Nominalphrase. Darunter steht hier grau hinterlegt N. Was heißt das? Das heißt nichts anderes als, da muss ein Nomen stehen. Hier steht bewusst Nomen. Das kann nämlich ein Substantiv oder ein Pronomen sein. Das heißt, eine Nominalphrase besteht aus einem Nomen mit einem besonderen Status, das ist nämlich der Kopf. Davor kann jetzt ein Adjektiv stehen, kann stehen, diese Optionalität wird durch die gestrichelte Linie markiert, da können aber auch mehrere stehen. Deswegen ist das hier ein Doppelstrich. Ich erkläre Ihnen nur gerade, wie diese Baupläne funktionieren, ist aber gleich schon fertig. Davor kann dann noch ein Artikel oder ein Pronomen stehen, aber die schließen einander aus, deswegen stehen hier diese beiden Kasteln übereinander. Es muss aber auch nichts stehen. Tofu ist auch eine Nominalphrase. Tofu schmeckt lecker. So, wunderbar. Tofu, eine Konstituente, steht im Vorfeld in diesem Satz. Ein Tofu schmeckt lecker. Der Tofu schmeckt lecker. Ein geräucherter Tofu schmeckt lecker. Oder geräucherter Tofu schmeckt lecker. Geht alles. Wird alles durch dieses Schema beschrieben. Und nur weil wir vorher das hier postuliert haben, erlauben wir uns Analysen wie diese hier zu machen für ein geräucherter leckerer, geräucherter Tofu. Da steht hier ein Artikel, ja, kann da stehen. Dann kommt ein Adjektiv und noch ein Adjektiv. Da dürfen mehrere Adjektive stehen, sagt uns das Schema. Und am Ende kommt Tofu und das ist der nominale Kopf. Ja, so funktionieren diese Dinger. Und davon stehen halt dann irgendwie 8 oder 9 im Buch und das war es aber auch schon. Überlegen Sie mal, wie schön das reduziert ist auf 8 oder 9 solche Bildchen hier. Und damit können Sie alle Phrasen, also zumindest ziemlich viele, beschreiben, die wir im Deutschen haben. Das ist doch super. Sie müssen sich irgendwie nur klar machen, was diese 8 oder 9 Bildchen, Schemata, Baupläne, was die für Analysen erlauben. Jede Phrase hat genau einen Kopf. Aha. Hier sehen Sie verschiedene Phrasentypen, die ich, wie gesagt, nicht im Einzelnen alle bespreche. Zum Beispiel wieder mal eine Nominalphrase, die tolle Aufführung, eine Adjektivphrase, sehr schön, eine Präpositionalphrase, in der Uni und so weiter und so weiter. Hier sehen Sie immer ein blaues Wort in allen diesen Phrasen. Das ist der Kopf. Warum? Der Kopf bestimmt den internen Aufbau der Phrase. Schauen Sie sich die Präpositionalphrase an. Wenn Sie so eine Präposition haben, wie in, unter, aus, was auch immer, muss da immer eine Nominalphrase dann nachstehen. Da muss immer was Nominales kommen. Ja, Sie können nicht einfach sagen, irgendwie auf steht ein Kuchen. Ja, wo drauf denn? Also sehen Sie, das geht nicht. Da fehlt was. Auf dem Tisch steht ein Kuchen. Dass das so ist, dass da immer eine Nominalphrase stehen muss, das sagt Ihnen die Präposition. Und die sagt Ihnen auch, wie Sie wissen, welcher Kasus da kommen muss. Das ist damit gemeint, dass der Kopf den internen Aufbau der Phrase bestimmt. Außerdem bestimmt der Kopf, wie sich das Ganze im Satz verhält. Das ist genauso wie im Kompositum. Der zweite Punkt ist genauso wie im Kompositum. Der Kopf bestimmt, was das Ganze für ein Genus, für eine Wortklasse und so weiter hat. Genauso bestimmt der Kopf in der Syntax, wie sich das Ganze nach draußen hin verhält. Also in der nächsthöheren Struktur. Und dafür sehen wir noch zahlreiche Beispiele. Vor allem dann, wenn wir über Verbalphrasen und Sätze und so weiter reden.
Der Phrasentyp passt immer zur Wortklasse des Kopfs. Aha. Die Wortklasse des Kopfs bestimmt sozusagen, wie sich das Ganze im höheren Kontext, in der nächsthöheren, größeren Struktur verhält. Das heißt, es gibt zumindest potenziell so viele Phrasentypen, wie es Wortklassen gibt. Der Punkt ist, nicht alle Wortklassen sind kopffähig. Also Artikel zum Beispiel sind bei mir nicht kopffähig. In anderen Analysen des Deutschen schon. Aber bei mir bilden Artikel keine Phrasen. Die hängen irgendwie als Funktionswort in der Nominalphrase drin. Jupp, das tun sie, aber bilden keine eigenen Phrasen. Ich zeige Ihnen heute nur zwei Phrasentypen. Wie gesagt, als Beispiel habe ich schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir heute nur exemplarisch zwei besprechen. Einen ganz einfachen und einen ganz komplexen. Nominalphrase, das ist der komplexe, Präpositionalphrase, das ist der einfache. Ich habe schon gesagt, ich kann Ihnen nicht ganz kleinschrittig alles argumentativ, plausibilisieren. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt hier mal eine ziemlich volle Nominalphrasenstruktur. Die antiken Zahnbürsten des Königs, die nicht benutzt wurden, liegen auf dem Tisch. So, in diesem Satz sehen Sie, weil da quasi schon der Vorfeldtest angewendet wurde, das Ganze ist wahrscheinlich eine Konstituente. Ich würde zusätzlich behaupten, das, was bestimmt, wie sich das Ganze verhält, ist das Substantiv Zahnbürsten. Deswegen ist es der Kopf. Überlegen Sie mal, warum das so sein könnte. Denken Sie mal Kongruenz mit dem Verb oder so. Da sehen Sie, was damit gemeint ist, dass das externe Verhalten der Phrase vom Kopf bestimmt wird. Sie sehen zusätzlich, dass hier in der Nominalphrase alles zwischen Artikel und dem nominalen Kopf kongruiert. Das haben wir im Grunde auch schon besprochen. Jetzt hängt das Ganze nur in so einem Baum drin. Das sind zum Beispiel alles Nominative oder eben alles in dem Fall Plurale und so. Ne? Da herrscht Kongruenz zwischen, also im gesamten linken Bereich. Hier sehen Sie ein sogenanntes inneres Rechtsattribut. Das ist hier ein nachgestellter Genitiv. Den haben wir in deutschen Nominalphrasen. Das wissen Sie auch, das Auto des Freundes, der Sportwagen einer Freundin und so weiter. Da hängen dann immer gerne mal in so Nominal, also an Nomina hängen noch andere nominale Gruppen hinten dran, die im Genitiv stehen. Und dann wissen Sie auch, es gibt Relativsätze. Es gibt Relativsätze und die gehören offensichtlich zur Nominalphrase, denn denken Sie daran, das ganze Ding, die antiken Zahnbürsten des Königs, die nicht benutzt wurden, liegen in der Vitrine. Das Ganze muss eine Konstituente sein. Das heißt, irgendwie müssen wir die nicht benutzt wurden in diese große Struktur mit reinbringen. Und dann stellen wir fest, wenn wir über Relativsätze reden, schaffen wir wahrscheinlich nicht in dieser Vorlesung, dass man auch sehr gut argumentieren kann, warum und wie das zusammenhängt hier, diese Struktur. Also Sie sehen zum Beispiel, dass dieses Pronomen hier, das hat irgendwas mit diesem Substantiv immer zu tun. Neben einem Rechtsattribut haben wir hier einen Relativsatz. Das sind jetzt einfach nur so Termini, die ich Ihnen mal gezeigt haben wollte, die dann im Buch ausführlich drin stehen, wo ich halt hier nicht so ausführlich zu komme, aber ich habe sie Ihnen mal erwähnt, um Ihnen zu sagen, das sind schon wichtige Termini. Wenn Sie jetzt nicht Zahnbürsten da haben als Kopf dieser Nominalphrase, sondern ein Pronomen, dann passiert was sehr Interessantes. Das kann dann zwar so aussehen, da drüben sind einige des Königs, die geklaut wurden. Jetzt haben wir hier ein Pronomen, einige. Sehen Sie, was passiert? Links davon kann plötzlich nichts mehr stehen. Ist gut, ne? Sie haben hier ein Rechtsattribut, Sie haben einen Relativsatz, aber links vom Kopf, wenn der Kopf ein Pronomen ist, kann nichts stehen. Das liegt daran, dass die sogenannte Determinierung, das ist das, was sonst der Artikel macht, beim Pronomen quasi im Kopf selber erfolgt. Und da links von der Determinierung nichts mehr stehen kann, kann in der NP mit pronominalem Kopf links nichts mehr stehen vom Kopf. Gucken Sie sich das mal an, gucken Sie sich Nominalphrasen mit Pronomen als Kopf an. Da steht nie was links. Das allgemeine Schema für die Nominalphrase sieht so aus. Sie haben einen Artikel oder eine NP im sogenannten Genitiv. Kann man noch mal gucken, ob das ein Genitiv ist. Also sowas wie Peters Auto oder sowas. Ja, Peters, sagen wir mal, ist ein Genitiv. Peters schönes Auto, da können Adjektive stehen, da kann dann der nominale Kopf stehen, dann kann sowas stehen wie innere Rechtsattribute, dann kommt ein Relativsatz. Das ist jetzt einfach nur die Zusammenfassung von den Strukturen, die ich Ihnen eben gerade gezeigt habe. Wir hatten ganz verschiedene Strukturen für Nominalphrasen, da die sich alle gleich verhalten in Sätzen. Erinnern Sie sich an Lemmy ist Ian Kilmister und ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich wurde
Meister. Ian wurde Meister. Lemmy wurde Meister. Sehen Sie? Verhält sich gleich. Das ist einfach jetzt nur die Zusammenfassung. Deswegen gilt auch hier, wenn Sie das jetzt stupide auswendig lernen, dann haben Sie irgendwie nichts davon. Gucken Sie sich lieber die Sätze an, die da drüber und da drunter stehen, die dann irgendwie dazu führen, dass das hier am Ende postuliert wird als maximal mögliche Struktur einer Nominalphrase. Jetzt sage ich Ihnen noch, warum die Nominalphrase so komplex ist oder sein kann zumindest. Das hat nämlich einen Grund. Und das ist dieser Grund, der gilt in ganz vielen Sprachen. Das ist jetzt gar nicht nur so eine Sache des Deutschen. Es gibt sogenannte regierte Rechtsattribute. Okay, ich zeige Ihnen einfach Beispiele. Die Beachtung Ihrer Lyrik. Sehen Sie das? Ihrer Lyrik, das ist das regierte Rechtsattribut, wie ich Ihnen gleich sagen werde. Mein Wissen um die Bedeutung der komplexen Zahlen. Die Überzeugung, dass die Quantenfeldtheorie die Welt korrekt beschreibt. Die Frage, ob sich die Luftdruckanomalie von 2018 wiederholen wird. Die Frage nach der möglichen Wiederholung der Luftdruckanomalie von 2018. Was ist hier eigentlich, warum ist das interessant? Was Sie hier haben, ist Nominalphrasen mit einem Kopf, der ist hier grün, Beachtung, Wissen, Überzeugung, Frage und nochmal Frage. Und danach stehen Sachen, die, wenn wir jetzt die Tests machen würden, eindeutig zu dieser Nominalphrase jeweils gehören. Die hängen irgendwie rechts an diesen grün markierten Köpfen dran. Ja, schauen Sie sich das mal an. Das sind typischerweise genitive Präpositionalphrasen oder satzförmige regierte Elemente, Rekta. Und wenn wir uns jetzt angucken, wo die herkommen, informell gesprochen, dann stellen wir fest, da gibt es Beziehungen zwischen Verben und Substantiven. Viele Substantive, typischerweise die, die wir gerade gesehen haben, also die waren zumindest Beispiele dafür, entsprechen einem Verb mit bestimmten Valenzen oder Rektionsanforderungen. Sagen wir Valenzen. Und dann findet zum Beispiel Wortbildung statt und dann machen Sie aus dem Verb ein Substantiv und dann passieren bestimmte Dinge. Sarah verziert den Kuchen. Wenn Sie verziert, also verzieren dieses Verb, nominalisieren, sehen Sie Wortbildung, die Verzierung, dann können Sie das, was das Subjekt und das Objekt war beim Verb, können Sie in der Nominalphrase können Sie mit einbauen. Die Verzierung des Kuchens durch Sarah. Sehen Sie das? Das bedeutet irgendwie eigentlich dasselbe. Okay, das eine ist verbal, das andere ist nominal. Ja gut, aber was Sie auch machen können, ist vielleicht ein bisschen umgangssprachlich die Verzierung von dem Kuchen durch Sarah. Und was Sie ja sehen, ist, dass wenn Sie so ein Verb haben und das nominalisieren, dass der Akkusativ von einem transitiven Verb, und Sie sehen, ich benutze diese Begriffe, weil manchmal ist das halt ganz praktisch, zu einem Genitiv oder einer Präpositionalphrase mit von beim Substantiv wird. Das heißt, in dem Moment, wo Sie nominalisieren, wo Sie Wortbildung machen, nehmen Sie Eigenschaften des Verbs mit, nur Sie kriegen dann irgendwie andere Kasus und andere grammatische Realisierungen. Und der Nominativ beim transitiven Verb kann eine Durchpräpositionalphrase beim Substantiv werden. Also sowas wie hier die Verzierung des Kuchens durch Sarah. Oder von dem Kuchen durch Sarah. Das Markante ist, dass manche von diesen Ergänzungen beim Verb stehen müssen, manche, nicht alle. Wenn Sie das nominalisieren, werden die alle optional. Die können stehen, müssen aber nicht. Denken Sie da mal drüber nach. Jetzt gibt es noch Alternativen dafür. Schauen Sie sich das an. Sarah rettet den Kuchen vor dem Anbrennen. Da haben Sie Sarahs Rettung des Kuchens vor dem Anbrennen. Da können Sie, wenn das ein Eigenname ist, können Sie diesen Eigennamen auch als pränominalen Genitiv kriegen und dann den Akkusativ als postnominalen Genitiv. Was Sie auch machen können, ist, die Schokolade wirkt gemütsaufhellend versus die Wirkung der Schokolade ist gemütsaufhellend. Die Wirkung von der Schokolade ist vielleicht nicht so schön. Der Schokoladewirkung ging vielleicht mal, geht bei mir nicht mehr, wenn Sie das können, aber umso schöner. Was Sie hier haben, ist, dass bei einem intransitiven Verb ein Nominativ auch zu einem prä- oder postnominalen Genitiv werden kann. Oder vielleicht, wenn Sie das sagen können, auch einer von PP. Da sehen Sie hier, warum habe ich Ihnen das jetzt gezeigt? Warum finde ich ausgerechnet das wichtig? Habe ich Ihnen eben schon gesagt. Weil das dazu führt, dass wir so unglaublich komplexe Nominalphrasen kriegen. Weil Sie im Grunde einen ganzen Satz nehmen können, ein Verb mit allem, was dazugehört. Sie machen aus dem Verb ein Substantiv. Und dann haben Sie plötzlich eine Nominalphrase, wo der ganze Satz neu verpackt wird. Und dann können Sie das wieder in einem größeren Satz verwenden.
das ist eigentlich, dafür brauchen wir Syntax. Dafür brauchen wir sie richtig. Präpositionalphrasen, jetzt nur ganz zum Schluss, damit Sie sehen, es gibt auch ganz einfache Phrasen. Auf dem Tisch steht Ischariots Skulptur, einen Meter unter der Erde ist die Skulptur versteckt, seit der EM springt Christina weit über ihrem früheren Niveau. Da sehen Sie Beispiele für Präpositionalphrasen und die sind ganz einfach, haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Eine Präposition möchte, dass danach, nach ihr, eine Nominalphrase kommt, wie sowas wie auf dem Tisch, unter der Erde, über ihrem früheren Niveau. Wunderschön, auf, unter, über sind Präpositionen, danach kommt immer eine Nominalphrase. Super. Davor kann jetzt noch irgendwie so ein komischer Modifizierer stehen, sowas wie einen Meter unter der Erde. Ja, okay, aber das war's schon. Präpositionalphrasen, wir werden das, wenn wir dann Probeklausur und Übungen so sehen, werden wir sehen, die sind eigentlich die, die man am einfachsten findet. Denn Präpositionen haben eine strikt einstellige Valenz, das heißt, die verlangen immer eine NP in einem bestimmten Kasus, den sie also regieren, diesen Kasus.